Heute. Wir sind nach 2 Tagen Schweiß, Tränen und 100 zurückgelegten Kilometern endlich in Polen angekommen. Hast du gefurzt oder steht diese Dose? Heute werden wir herausfinden, ob sich der harte, lange Weg gelohnt hat. Das sind die Rauchbombenleiter. Wir waren auf dem berühmt-berüchtigten Polenmarkt als Produkttester unterwegs. Muss man sich hier nicht in die Nase stecken. Und haben so ziemlich alles gekauft, was wir cool fanden. Apple-Kopfhörer. Dompy für die Emotions. Ich höre mich nicht so laut. Überdimensionale TikToks, Rauchbomben. Ich hab Angst. Und vieles mehr. Haben sich die 100 Euro gelohnt oder ist einfach alles Schrott? Du bist wirklich immer noch die Komischste. Ey. It's me. And me. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Es ist sehr regnerisch. Wir sind endlich in Polen angekommen. Was die letzten 2 Tage passiert ist, habt ihr hoffentlich schon mitbekommen. Falls nicht, checkt auf jeden Fall die Videos ab, denn wir sind nicht einfach so hierher gereist mit einem Auto, sondern mit unseren Fahrrädern aus Deutschland. Ja, Mann, wir sind motherfucking aus Deutschland mit dem Fahrrad nach Polen Warum gefahren. Warum schreist du so, Alter? Deine Stimme ist so nervig, wenn du schreist. Ich bin übermüdet, ich bin überanstrengend. Du schreist unnormal, Kim. Wir sind gerade hier an so einem fetten Kreisel. Die ganzen Straßenschilder sind schon anders und wir werden jetzt erstmal Polen entdecken gehen. Wir werden auf den Polenmarkt gehen. Mann, ich stehe die ganze Zeit im Regen, Mann. Und wir brauchen irgendwas Warmes zu trinken. Wir müssen erstmal ein bisschen chillen und ankommen. Und dann würde ich sagen, testen wir coole polnische Sachen. So, Freunde, wir haben uns kurz ins Taxi gesetzt. Es ist zwar nicht weit, aber es ist über das Kackwetter. Alter, es pisst, ne? Wirklich, wie wenn ich 6 Liter getrunken habe. Wir sind angekommen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Dankeschön. Wir wissen nicht, ob wir da so richtig filmen dürfen, ne, wegen Polenmarkt und so. Aber falls nicht, dann versuchen wir ein bisschen mit unserem Handy zu filmen. Und wir werden auf jeden Fall so ein paar Products mitnehmen und die dann zu Hause auspacken und so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ganz schön Hunger. Ich weiß, wir haben heute sehr kräftig gefrühstückt eigentlich. Aber ich habe schon wieder Hunger. Gibt es irgendwas Spezielles, was man hier essen kann? Ja, machen wir. Okay, nice. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal rum und gucken, was wir Tolles finden. Wir sind hier gerade in so einem Markt und hier gibt es total viele Getränke und ein bisschen kleine Snacks und so. Mann, ich will eigentlich keine Werbung machen, aber wir trinken das halt manchmal, ne? Und das gibt es auf jeden Fall hier in Pink und es ist so wunderschön und hier gibt es so viele coole Sachen. Wir nehmen einfach so mal alles mit, was wir noch nicht kennen, würde ich sagen, ne? Ja. Und dann lohnt sich hier der Besuch auch richtig bei diesem Wetter. Ich würde am liebsten jeden Bonbon einmal in meinen Mund stecken. Ey, hier gibt es einfach schon Adventskalender, Leute. Das ist richtig mein Laden hier. Also, wir haben hier dieses schöne pinke Getränk. Ich hoffe, es schmeckt so schön, wie es aussieht. Und ist deine neue Lieblingssorte? Nein, aber ist lecker. Okay. Hier gibt es alles, auch so Chupa Chup und so, aber dieses Chupa Chup Getränk haben wir schon mal in Australien getestet. Das war nicht so geil, das war einfach nur süß. Also Leute, wir filmen auf jeden Fall mit dem Handy, das ist nicht so auffällig. Dann kriegt ihr auch ein paar Eindrücke und Ausdrücke hier von, oh, guck mal, hier, das für die ganze Generation. Ein TikTok-Oberteil. Wir sind jetzt schon einmal so ein bisschen rumgegangen und ich habe richtig coole Sachen gefunden. Ich habe einmal so ein Mikrofon gesehen, dass wenn man das so Katzen an den Mund hält, dann verstärkt uns das und dann hört sich das richtig witzig an. Sehr cool, Kim. Ja, Mann. Hätte ich sehr gerne mitgenommen. Maurice meinte, wir kaufen uns keine Scheiße. Wir haben auch keine Katze. Du hättest ja auch so tun können, als ob du eine Katze bist. Und jetzt sitzen wir erstmal, wollen ein bisschen was essen. Und wir haben uns jetzt 2 Schaschlik gekauft mit Pommes und ein Wasser und haben einfach 17 Euro dafür bezahlt. Ich fühle mich dezent abgezogen, aber ich glaube, so ist es hier in Polen. So, das Essen kam auch direkt nach 2 Minuten. Und heute mal wieder richtig schick, ja? Fast wie im Adlon hier, ne? Wie der Döner mit unseren Gabeln. Lass es dir schmecken, Maurice. Dankeschön. Ey, Leute, also ich glaube, man sieht das nicht richtig. Es ist so krass am Regnen, ne? Richtig heftig. Davon lassen wir uns gar nicht beeindrucken. Also wirklich, der Regen ist gut für die Umwelt. Und mundet dir? Mündet, grandios. Hä? Heute dann mit dem Fahrrad zurück? Auf jeden Fall. Safe. Ich muss sagen, bis vor ungefähr 15 Minuten habe ich mich super fit gefühlt. Also weißt du, körperlich dachte ich so, jetzt bin ich voll auf Kurs und so, jetzt mein Körper richtig so athletisch. Und jetzt habe ich diese Pommes mit Ketchup und Schaschlik mit Fett und allem gegessen, der frittiert wurde. Jetzt können wir eigentlich den Weg wirklich wieder zurückfahren. Weil jetzt fühle ich mich wieder wie so ein fettes. Ey, hier gibt es so viele unnötige Sachen, ne? Guck mal, sogar hier hat Kapitän Bra seine eigene BH-Kollektion rausgebracht. Bra! Brüste leben. Okay, Leute, Maurice hat mir gerade die Kamera gegeben und ich soll hier jetzt warten. Und ich weiß nicht wieso. Und er ist gerade irgendwo und macht irgendwas. Aber egal, wir warten jetzt einfach zusammen. Ey, ich sehe so fertig aus und ich könnte jetzt wirklich im Stehen einschlafen. Wenn Maurice nicht gleich kommt, dann schlafe ich wirklich ein. Okay. Was machst du? Ich hab dir was gekauft. Was denn? Ich hab Angst. Oh, das ist ja sie. Dankeschön. Denn es niemals, weil ich will nicht, dass deine Liebe weg ist. Wir waren gerade an einem sehr kritischen Stand. Da gab es so Waffen und so. Das war echt heftig. Aber wir haben was richtig Cooles gekauft. Und zwar so, oh Gott, da ist richtig Druck drauf. Nicht, dass sie gleich angehen. Wir haben so Rauchbomben gekauft. Einmal in Blau und einmal in Orange. Und Maurice hat sich einen Laserpointer gekauft. Ich weiß nicht, warum Menschen Laserpointer so cool finden. Wir brauchen ihn für ein Musikvideo. Das wird richtig cool. Ist zwar sehr Standard. Alle machen das mit diesen Rauchbomben. Aber macht halt Spaß. Ne? Wie cool findest du diesen Stand? Das ist
also eine Piñata-Lama und hier sind andere Schauspieler. Komm, wir gehen weiter. Ey, es gibt so viele geile Getränke hier. Guckt euch das mal an, Leute, Alter. Rainbow. Und wir haben uns jetzt diese Flasche hier mitgenommen mit Watermelon und Zitrone. Aber wir probieren das alles nachher, weil dieses Wetter, das machen wir zu schaffen. Ey, ich frage noch mal ganz kurz, ne, wegen dem Laserpointer. Ich glaube, Maurice plant heimlich irgendwas so vorzustellen, irgendwie so PowerPoint-Präsentation. Ja, normal. Wofür braucht man sonst einen PowerPointer? Ein PowerPointer oder ein Laserpointer? Ja, Laserpointer. Wollen wir so ein Vogelhaus mitnehmen für unseren Balkon? Der Balkon, also. Welcher Balkon? Ja, wir haben keinen. Aber wenn, dann würde ich so einen Königspalast für Vögel mitnehmen. Ey, kannst du mir mal helfen? Was machst du da? Ich habe voll viel Sand in meinem Schuh. Kannst du das mal rausmachen, bitte? Ich habe beide Hände voll. Das sieht man jetzt nicht, aber da waren ganz viele. Da war überhaupt nichts drin, Kim. Oh. Überhaupt gar nichts. Steckst du in meinem Fuß oder stecke ich in meinem Fuß? So sind die Wasserhähne hier in Polen. Merke ich das. Hammer. Danke, Bro. Also hier laufen wirklich komische Gestalten rum, aber du bist wirklich immer noch die komischste. Ey, ohne Spaß, ich bekomme die ganze Zeit den Regenschirm mit der nassen Seite so Batsch in mein Gesicht wegen dir. Wir können uns betteln gerne. Wir können uns gerne mit Anna. Sind das nicht diese von den Amazon-Paketen? Stimmt, damit alles gepolstert ist. Richtig gut. Man kann die kann man sogar auch noch essen einfach. Wir überlegen gerade, irgendwas richtig Tolles und Buntes zu kaufen von diesen Bonbons. Ich hätte am liebsten einfach so ein ganzes Paket. Wollen wir das mitnehmen? Ja, dann nimm mit. Die müssen wir alle probieren. Jeden einzelnen. Oh, alle zusammen als Geschmacksexplosion. Wir waren in einem waschechten Vitamin-C-Store. In dem Apple-Store. Ich darf nicht mehr solche Witze machen, ne? Nein, ich habe den auch gar nicht verstanden. Ach so, wegen Vitamin. Ach so, unglaublich schlecht. Wir haben gerade Kopfhörer gekauft. Ich brauche nämlich welche zum Schneiden, wenn wir unterwegs sind. Und ich bin super gespannt, wie die Soundqualität ist. 7 Euro haben wir dafür bezahlt. Ja, wir zeigen euch nachher einfach mal alles, was wir gekauft haben. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter rum, denn ich habe vorhin etwas richtig, richtig Cooles gesehen. Das will ich unbedingt haben. Auf Maurice Wunsch haben wir uns diese Würstchen hier gekauft, ja. Und wir probieren die jetzt auch direkt. Warum bist du so kritisch? Die sind locker lecker. Ja, siehst du? Hä? Geht, ja? Das war auch nochmal lecker. Du, ach, hast meine jetzt auch schon gegessen. Ach, ich dachte, die war nicht so lecker. Ja. Ah, jetzt auf einem. Ey, du tust immer vor der Kamera teilen. So, ne? Und dann haben wir hier noch solche Krakauer Würstchen. Die probieren wir auch zu Hause. Hier gibt es voll viele Stände, da verkaufen die so CDs und DVDs. Ja. Also ich frage mich, ob das irgendwer kauft. Ja, safe. Wir sind auch gar nicht mehr in so einem Zeitalter, oder? Ach so, deswegen meinst du. Ja. Ja, doch, für Kinder vielleicht. Weißt du? Leute, habt ihr noch einen CD-Spieler zu Hause? Jetzt mal ganz ehrlich. Bei mir passt ja nicht mal meine CD in meinen Laptop. Diese Tüte ist schon so schwer, dass sie mit meinem Baby tragen muss. Ja, wir sind jetzt die hipsten Menschen auf der ganzen Welt. Mit diesen TikTok. Ach, das ist geil. Gehört gar nicht zu TikTok. Oh, witzig, Kim. Ey, die sehen so cool aus. Die sind so klein und dann nochmal kleiner. Und das ist so cool. Das ist so ein Tag XXL-Leben, aber ein Tag Mini-Leben dazu. Das ist so cool. Die stellen wir uns als Deko in unser Zimmer. Wir gehen jetzt nach Hause, fahren jetzt nach Hause mit dem Zug. Wir brauchen gar nicht so lange. Also wir sind ja 2 Tage hingefahren und wir fahren nur so eine Stunde oder so zurück. Oh mein Gott. Ja. Also wir schnappen uns jetzt die Fahrräder und dann sehen wir uns gleich bestimmt nochmal irgendwo und dann bald zu Hause. Das sieht so scheiße aus, das tut mir so leid, aber wir sind so Standort. So Freunde, wir sind wieder zurück in Deutschland. Innerhalb von 5 Minuten. Und dahin ist die Grenze. Also da sind wir vorhin über die Brücke gegangen. Wir sind jetzt zurück mit dem Taxi gefahren. Also unsere Fahrräder stehen noch hier. Wir müssen jetzt hier zum Bahnhof fahren und dann endlich wieder nach Hause. Kann man das trinken? Ich hab so Durst. Wir sitzen im Zug, jetzt noch eine Stunde, dann sind wir endlich zu Hause und dann einfach nur noch auf Sofa, Serie an und einfach gar nichts mehr machen. Und duschen. Erstmal duschen. Ich gehe doch nicht duschen, sag mal. 3 Stunden später. So, Freunde, wir sind endlich wieder zu Hause. Haben geduscht, haben uns ein bisschen fertig gemacht. Ich zeige euch nicht das Beste zum Schluss, sondern einfach jetzt direkt das Beste. Und zwar diese TikToks. Ich möchte unbedingt jetzt diese Dings auch machen, ja? Und ich möchte das hier auch machen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sieht man das? Aber ich habe schon mal eine andere Sorte davon getrunken. Das war mega lecker. Hallo, schütteln. Hallo, trinkt doch nicht alles auf Ex. Oh mein Gott. Ne, mir schmeckt's nicht. Schmeckt irgendwie künstlich. Ja. Also die Sorte. Was ist das für eine Sorte? Zitrone und Melone, aber es sieht geil aus. Die Flasche. Ah, Zitrone, Melone, ja, es passt. Zeig mal die Flasche da rein. Hab ich schon. Ey, diese riesen Tic-Tac-Packung ist so cool. Und ich möchte... Du hast die große aufgemacht, ich mache eine kleine auf. Oh, wie süß. Wie geil ist das denn? Mal rein. Ey, das ist... Es ist so unglaublich klein und süß und ich will jetzt unbedingt ein Essen. Das ist so niedlich. Hast du gefurzt oder stinkt diese Dose so? Gefurzt? Spaß, Mann, hä? Das war's mit den Tic-Tacs. Es geht gleich weiter mit der Special Edition Rafa Elos. Maurice, du spielst gerade richtig zu einem YouTuber. Hallo, Schimmer, ich hab noch einen Tic-Tac im Mund. Seht ihr, das ist pink und die Kokosraspeln sind... Sieht aus wie ein Planet, oder?
Ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt viel leckerer sind als die normalen, doch aber anders und auch sehr lecker. Leckerer. Schauen wir, was wir noch in unserer tollen polnischen Polenmarkt-Tüte haben. Wir haben diese Tüte. Bloß jeder zieht einen Bonbon und probiert ihn, ja? Ja, ich habe Himbeer. Wenn wir jetzt den gleichen haben, dann sind wir für immer zusammen. Haha, sind wir nicht. Zum Glück. Grapes. Da muss man sich hier nicht in die Nase stecken. Toll, sind lecker. Da freuen sich unsere Gäste demnächst auch. Das sind die Rauchbomben-Leute, die werden wir auf jeden Fall nicht jetzt testen. Aber im Musikvideo, seid gespannt. Ich habe noch was gekauft, das habe ich euch gar nicht gezeigt. In Polen sind nämlich Zigaretten übel günstig. Meine waren viel krasser. Cool, nochmal. Zigaretten-Fake-Test nicht bestanden. Hast du die aber schon aufgemacht? Da sind voll viele raus. Unsere Tüte ist schon fast leer. Wir haben 80 Euro ausgegeben, ne? Und dann haben wir noch hier natürlich Maurice, Das ist das gute Effekt. Wie viel Kamera davon kaputt? Mein Laserpointer und? Wir haben diese originalen Apple-Kopfhörer. Hier ist kein Apfel-Logo drauf. Ja. Ich glaube, ich bin auch der einzige Mensch, der Kopfhörer mit Kabel mehr feiert als AirPods. Aber ich verliere die sonst. Ich habe schon einmal AirPods verloren. Das waren übrigens meine AirPods. Oh, die halten so bombastisch geil in meinen Ohren drin, ne? Okay, ich singe ein Lied und ihr müsst erraten in den Kommentaren, welches das ist. Der Sound ist High Quality, glaube ich. Ist wirklich gut? Oh, ja, ja, ja. Kim, du sollst einfach nur sagen, ob die Kopfhörer gut sind. Ich sag's dir gleich. Baby, nimm einen Schluck. Don't pee for the emotions. Ich höre mich nicht so laut. So. Okay, das reicht. Alter, die sind richtig gut. Naja, man hört schon einen Unterschied, ja, auf jeden Fall. Aber ich hab tatsächlich einen Unterschied. Oh ja. Gut, das war's auch schon. Wir haben alle Produkte fertig. Wir Wieso haben insgesamt wir so viel Geld ausgegeben? 70 Euro, glaube ich, ausgegeben. Ach so, fürs Essen. Aber wir haben immer die Preise eingeblendet. Stimmt. Das war unser richtig toller Ausflug. Drei geile Videos, tolle Erlebnisse mit dir, Mugnis. Ich bin wirklich über mich gewachsen. Ja, wirklich. Ich habe mich zwischendurch gefühlt wie bei Biggest Loser, weil ich einmal über meine Grenzen hinausgegangen bin. Aber sowas muss man machen. Nächstes Mal machen wir damit beim Ironman, ne? Gebt auf jeden Fall ein Like und abonniert natürlich die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst, denn es wird nächste Woche etwas sehr, sehr Geiles auf uns zukommen, ne? Wir werden nach Köln fahren und da werden wir mit ein paar anderen Leuten was drehen und es wird richtig geil, deswegen abonniert den Channel. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace out, rein. Tschüss. Yeah.